Schönen guten Morgen, wobei mal schauen, was der Tag heute bringt, denn so schön scheint das gar nicht zu werden. Heute Morgen eine der Schlagzeilen, dass Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim das Hotel, in dem sie getagt haben, offensichtlich ohne gemeinsame Erklärung verlassen haben, noch bevor die ganze Veranstaltung offiziell beendet werden sollte. Das verheißt zunächst einmal nichts Gutes und belastet natürlich die Märkte. Hinzu kamen noch schwache Wirtschaftsdaten aus China und jetzt auch, ja, wie soll man sagen, zurückhaltende Äußerungen zu einem Handelsdeal zwischen China und den USA. Also, es gibt Belastungsfaktoren und damit schauen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimke. Dir einen schönen guten Morgen. Ja, ich habe gerade die Belastungsfaktoren schon mal angesprochen. Könnte den DAX heute Morgen etwas unter Druck bringen? Ja, könnte uns auf jeden Fall so ein bisschen ausbremsen, wobei wir gestern ja auch schon ein Stück weit ausgebremst hier unterwegs waren. Wir sind wieder unter der 11.500-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen mit einem Minus von 0,5%. Positiv zu bemerken ist aber, dass wir doch schon auch entfernt von den Tagestiefständen aus dem Handel gegangen sind. Aber bei den Anlegern natürlich Verunsicherung. Und das hat man gestern auch beim Dow Jones zu spüren bekommen. Der ist auch unter der 26.000-Punkte-Marke wieder aus dem Handel gegangen mit einem Minus von 0,3%. Neue Unsicherheiten bezüglich des Handelskonflikts zwischen USA und China. Du hast es eben angesprochen, das ist das eine Thema. Jetzt hat man eben das Treffen in Hanoi, Vietnam, abgebrochen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machtinhaber. Man hat wohl keinen Deal erreicht und daraufhin ist der Kospi tatsächlich auch deutlich im Späthandel unter Druck geraten mit einem Minus von 1,8%. Die asiatischen Märkte ansonsten Nikkei im Minus mit 0,8%, Hang Seng 0,3%, Shanghai Composite 0,7% im Minus. Also hier ist aktuell vieles so in der Schwebe. Vieles geht und dreht sich eben um das Thema Politik und Macht und Gerangel. Und Donald Trump ist da ganz vorne mit dabei. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben auch sozusagen auf unserem Kontinent noch ein paar Probleme und Unsicherheitsfaktoren. Das ist das ungeliebte Thema Brexit. Auch da sind wir letztlich nicht weiter. Auch da warten wir wieder auf neue Abstimmungen. Also das könnte heute ein ganz interessanter Handelstag werden. Ob hier so richtig Jubelstimmung allerdings aufkommt, bleibt abzuwarten. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Bekanntermaßen dir schönen Dank für den Überblick und wir schauen mal an die Wall Street. Jetzt dachte ich eigentlich, die beiden wären hier so, also Donald Trump und Kim. Aber offensichtlich haben wir uns da geirrt. Der Dow, ja, gestern etwas kleinere Abschläge. Nasdaq hat sich wieder, die Technologie hat sich wieder so gerade noch über die Nulllinie gerettet. Es gibt momentan, wie gesagt, andere Dinge zu beachten. Es geht jetzt nicht mehr so sehr um den Markt, es geht mehr um die Politik. Und das Zweite, was natürlich dazu kommt, das werden wir jetzt auch gleich im DAX sehen, denn das Gleiche gilt auch für die US-Indizes. Wir sind stark gelaufen in den vergangenen Wochen und irgendwann geht dem Markt einfach ein wenig die Puste aus. Schauen wir heute Morgen mal nach Asien. Das hält sich alles noch in Grenzen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir vorstelle, Chinas produzierendes Gewerbe, das dritte Mal in Folge mit einer Kontraktion, das hätte sich sicherlich auch deutlich stärker negativ auswirken können. Den Kospi haben wir hier zwei im Jahr 1,8%. Man weiß eben noch nichts Genaues. Man weiß nur, okay, sie haben die Veranstaltung verlassen und jetzt muss man abwarten, weshalb das da passiert ist. Celgene, das dürfte heute etwas ruppiger werden. Die Aktie jetzt 10% im Minus, nachdem Bristol Myers Squibb bzw. deren zweitgrößter Aktionär mit 8% gesagt hat, er findet die Übernahmepläne für Celgene, das sollte ein Deal werden, 74 Milliarden Dollar schwer, die findet er nicht so prickelnd und die Risiken, die dem Ganzen innewohnen, seien zu groß. Und Bristol Myers Squibb sollte sich doch bitte eine andere Möglichkeit suchen, zukünftig wachsen zu können und sollte den Deal am besten über Bord werfen. Das Ganze, wie gesagt, führt jetzt dazu, dass die Aktie natürlich massiv unter Druck gerät, nachdem sie ja zuvor kräftig gestiegen war. Auf der anderen Seite Bristol Myers Squibb, die geht natürlich jetzt erst einmal nach oben. Wir sehen es, 4%, sieht auch ganz schick aus. Ganz interessant, weil auf dieser Linie, auf der wir ja so ein paar Hochpunkte hatten in der Seitwärtsbewegung, die sich immer wieder als Widerstand letztendlich ausgebildet hat, läuft auch die 200-Tage-Linie. Also da könnte es tatsächlich dann zu einem etwas größeren Anstieg kommen. Dann haben wir, ach ja, einen kryptischen Tweet von Elon Musk. Das finde ich immer ganz witzig. In dem Fall hat er noch nicht einmal gegen SEC-Auflagen verstoßen, weil er sagt nichts. Er hat sich nicht zu Produktionszahlen geäußert. Er beleidigt auch niemanden. Er sagt einfach nur Donnerstag,
14 Uhr am Nachmittag. Nun ja, was könnte das bedeuten? Mein Kollege sagt, das Model Y wird vorgestellt letztendlich. Model Y? Ja, ich glaube, es war das Model Y, das vorgestellt werden könnte. Das ist auf jeden Fall seine Idee. Und daraufhin ist Folgendes passiert. Die Aktie von Tesla gestern rund 5% im Plus. Ich hatte es Ihnen ja gestern nochmal aufgemalt. Das sieht jetzt dann schon etwas vielversprechender aus. Es sieht nämlich aus, als wenn wir tatsächlich diese Abwärtsbewegung mit einem Punch aus der Formation nach oben beenden könnten. Und das wäre dann natürlich positiv zu werten. Müssen wir ganz einfach abwarten. Es ist jetzt natürlich die Erwartungshaltung. Was wird er sagen? Wird es tolle Neuigkeiten geben? Wir haben ja hier den Running Gag, dass er sagt irgendwann, ja, sie können fliegen oder das nächste Auto kann fliegen. Und jedes Mal, wenn wir short waren, dann hatten wir natürlich die Angst, dass irgend so eine Nachricht kommt. Natürlich nicht, dass sie fliegen können, aber irgendwas in der Richtung. Und dass dann der Kurs massiv sich bewegen würde. Also von daher sicherlich sehr viel Vorschusslorbeeren. Und dann werden wir heute Nachmittag um 14 Uhr sehen, was es ist. Vielleicht will er sich auch einfach nur von Twitter zurückziehen. Ja, könnte ja auch sein. Dann gibt es ja Weight Watchers. Weight Watchers. Also das Ziel ist normalerweise, Gewicht zu verlieren bei den Weight Watchers. In dem Fall, momentan sieht es eher aus, als wenn es darum geht, am Aktienkurs zu verlieren. Sie heißen jetzt übrigens WW. Das hat alles nichts gebracht. Die Zahlen, die gemeldet wurden, waren gruselig, kann man glaube ich so sagen. Die Aktie hat daraufhin 30% verloren. Das Problem ist auch der Ausblick gewesen. Der ist nämlich kaum besser als die Zahlen. Nutzerschwund und offensichtlich ist das momentan einfach kein Thema mehr, was die Leute irgendwie begeistert und in die Studios oder dann in diese Weight Watchers Gruppen letztendlich hier reinführt. Das war vor einem Jahr noch ganz anders, aber Sie sehen es. Jetzt mittlerweile hat sich der Wert mal sauber gefünftelt. Und in der Regel, was dann passiert, irgendwann kommen die Geier, nennen wir es mal so, nämlich die ganzen Anwälte, die Sammelklagen vorbereiten, weil sie dann in irgendwelchen Büchern rausgefunden haben, dass der Ausblick einfach zu rosig gemalt worden war. Das sorgt dann in der Regel auch nochmal für Druck. Jetzt haben wir hier den DAX und dann sehen Sie das, was ich gerade angesprochen hatte. Wir bewegen uns im DAX tatsächlich nach dem ganz starken Jahresauftakt, bewegen wir uns in eine Widerstandszone rein. Und das muss erstmal alles verarbeitet werden. Also der Anstieg muss irgendwann mal abgearbeitet werden, indem das Ganze sich ein bisschen beruhigt und dann vielleicht zur Seite oder sogar leicht abwärts läuft. Das ist ja eine Punkt. Und der zweite ist, wir müssen natürlich diese ganzen Widerstandsmarken dann auch irgendwo rausnehmen können. Und dafür braucht es ein bisschen Kraft und dafür fehlen uns momentan einfach die Argumente. Zalando ist natürlich nicht im DAX und wie gesagt, wird da auch kaum etwas dran ändern. Der Konzern hat in einem doch ganz ordentlichen vierten Quartal noch das Jahr nicht unbedingt retten können. Also das wäre jetzt zu hoch gegriffen. Aber es wurden 1,66 Milliarden Euro umgesetzt im vierten Quartal, also ein ordentlicher Schlussspurt. Das ist etwas mehr als erwartet worden. 1,64 Milliarden waren erwartet worden. Der Nettogewinn 56 Millionen. Alles im Rahmen der Erwartung. Im Gesamtjahr hat Zalando 5,39 Milliarden Euro umgesetzt und auch das etwas besser als erwartet. Aber wie gesagt, es geht ja dann auch um den Ausblick und wie läuft jetzt das erste Quartal an. Man erwartet für das Jahr 2019 einen Umsatzzuwachs von 20-25%, allerdings eher am unteren Ende der Fahnenstange. Mal schauen, ob das ausreicht, um die Aktie da unten aus dem Tal rauszuholen. Bei Bayer waren es gestern die Zahlen, die die Aktie um 4% nach oben getrieben haben. Überraschend starker Anstieg bei der Nachfrage nach Unkrautvernichtungsmitteln und nach Saatgut. Das hat so ein bisschen getrieben und dann gab es auch keine Neuigkeiten. Der Prozessauftakt ist ja gewesen im Verfahren wegen Glyphosat, also gegen Monsanto letztendlich, der Schadenersatzprozess und der ist richtungsweisend. Also der wird am Ende auch darüber bestimmen, ob der Kurs der Aktie nach oben oder nach unten geht. Wird Bayer freigesprochen oder beziehungsweise wird Monsanto freigesprochen von einer Schuld, dann dürfte die Aktie natürlich durchstarten. Andernfalls dürfte es zu massiven Schwankungen noch kommen, eher tendenziell dann nach unten. Die Deutsche Bank habe ich mitgebracht, das sieht man hier in dem Linienchart gar nicht so gut, aber die hat sich gut gehalten in den letzten paar Tagen und da sieht es aus, als wenn wir tatsächlich noch mal die 9-Euro-Marke in Angriff nehmen könnten. So, wird ein spannender Tag. Es gibt da durchaus das ein oder andere, was aufgearbeitet werden muss. Negative Vorgaben auf jeden Fall, aber das heißt ja nicht, dass sich das jetzt nicht am Ende noch mal etwas auffällen kann. Alles. Wir sehen uns wieder um 14:40 Uhr mit der US-Vorbörse. Bis dahin. Tschüss.